Okay. Das Ganze nochmal, diesmal ohne Fackel. Vielleicht kann ich ja Bayerschwerter gebrauchen. Hier. Ach, warte mal. Kann man nicht einfach. Habe ich nicht einen Lichtzauber noch? Ja, hier ist Licht. Brauche ich ja sonst praktisch nie, deswegen. Ah, und schön könnt ihr viel besser sehen. Da haben wir noch so ein lustiges, buntes Gewirr um meinen Kopf drüber. Zack. So, erstmal die Skelette hier umbringen. Ich glaube, nach den Skeletten werde ich nochmal speichern. Na, kommt her. Hallo? Wollte gerade sagen. So, zurückziehen. Gleich greifen sie wahrscheinlich Lester an. Oder auch nicht. Ah, jetzt kommt Lester mit. Sehr schön. Na komm. So, einer ist tot. Der Skelettbogenschütze da unten. Warte mal, hab ich da gerade was gesehen? Ja, das geht schon letztes los mit den magischen Kram. Das heißt, ich nehme erstmal das weitere Skelett hier vor. Hey, du machst einen Schlagen. Und den mache ich doch auch. Alex, töte ich dich dabei. Lass dich erstmal ein bisschen liegen. Mal gucken, ob ich dir schon ein bisschen helfen kann mit dem Bogen. Vielleicht kann ich ja doch noch ein bisschen ganz wie du willst. Mitarbeiten hier. Ja, das war wohl nichts. Ja, das hilft überhaupt nichts, leider. Warte mal. Habt ihr das gesehen? Wie viel es abgezogen hat? Wahnsinn. So, ich werde jetzt kurz mal ein bisschen speichern. Jetzt? Jetzt, genau. Denn ich möchte schon wieder von den Magiern gegrillt werden sofort. Und da es relativ schnell passieren kann, nutze Sicherheit. Damit ich auch nicht nochmal den ganzen Kram spielen muss mit den Skeletten gerade bis hierhin. So, und ich wollte ja auch was in zwei. Mit dem Bogen mehr arbeiten jetzt. Ganz wie du willst. Hallo, untoter Priester. Okay. Mein Licht ist weg. Aber glaubt mir, ich schieße auf den hohen Priester. Ja, ich treffe sogar ab und zu mal. Bringt noch nicht so die Welt. Oh mein Gott. Warte mal ganz kurz. Ich mache nochmal kurz noch mal ein bisschen Licht für euch. Hier. Licht. Wird er nochmal versuchen, in den Nahkampf zu gehen? Muss wohl so sein. Oh Gott, ich gehe auf keinen Fall in den Nahkampf. Ich bin euch bekloppt. Obwohl, doch. Warte mal. Der da unten zaubert schön gegen die Wand. Ganz wie bis du deinen Stab gezogen hast, kann ich dich vielleicht so umbringen. Ja. Jetzt muss ich weglaufen. Tschüss. Wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Wunderbar. Heiltrank genommen. Kann das sein, dass dieses magische Licht nicht gerade lange hält? Und er zaubert schon wieder da hinten. Warte, 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 warte. Hab ich nicht getroffen. Sehr schön. Komm. Jetzt machst du gleich irgendwas. Vielleicht kann ich ja doch einen Nahkampf besiegen. Nee, kann ich nicht. Oh Gott, kann ich das nicht. Oh Gott, kann ich das nicht. Ja, Lester macht da weiterhin sein Spielchen. Kann er ruhig machen. Ich werde das Ganze kurz laden. Das war schon kein schlechter Plan. Wenn ich irgendwie einen auf mich aufmerksam machen kann, dann kann ich ihn im Nahkampf so ein bisschen niederringen. Also zumindest bis er seinen Stab gezogen hat und selbst in den Nahkampf übergeht. Also genau genommen kann ich ihn nur besiegen, wenn er gerade sich in der Zwischenphase befindet zwischen Magie und Nahkampf. Weder gegen seine Magie komme ich an, noch gegen seinen Nahkampf. Das ist hervorragend. Selbst mit Schutz gegen Magie nicht. Ach, nicht, sondern Schutz gegen Feuer. Okay, werde ich mich kurz mal anders ausrüsten, dass ich noch irgendwie Schutz gegen Magie habe. Wenn ich noch ein Amulett habe. Wenn nicht, dann kann ich mir auch schenken. Kann ich auch die plus 10 Stärke nehmen. Ärgerlich, ärgerlich. 3 untote Priester. Jetzt weiß ich wieder, warum der Tempel hier so eklig war. Moment. Was haben wir denn? Wir haben Amulett der Stärke. Habe ich ausgerüstet? Egal. Schutzes, Feuer, Eis, Energie. Energie geschossen. Ich nehme mal Eis. Peak. Peak. Achso, da hinten ist der eine. Diesmal gibt es hier Feuer oder was? Ist ja ein Witz. Hallo. So, er ist ein Stab gezogen. Ich hoffe ab. Tschüss. Oh Gott, oh Gott.
Das ist so gemein. Habe ich das Feuerding an, hat er steuert Eisbälle, habe ich das Eis-Amulett an, steuert er Feuerbälle. Wahnsinn. Dann nehme ich ja noch die 8 einmal. Genau. Hallo, ist jemand da? Da hätten sie schon den reichlich Brand. Au. Alter, bist du krass drauf. Ja, ich mach mal wieder, klapp mal wieder was. Meine Güte. Also mit Amuletten kann ich mir echt schenken. Da kann ich ja im Großen und Ganzen mir gleich so ein ganzes Bündel umhängen. Selbst dann würde es nicht funktionieren. Ja, das ist schade. Da müssen wir uns halt einfach mal so durchspeichern und laden. Also nicht, dass ich wieder das Kampf ist großartig speichern und laden werde, aber wir müssen uns halt so... es wird noch einige Ladeszenen geben. Ich wette auch, dass ich jetzt nicht das Ganze überleben werde. Toll, ganz toll. Wie machen wir das am besten? Auch mit dem Bogen ist ein bisschen schlecht, weil ich ziehe praktisch nichts ab. Und er steuert seinen Feuerball viel schneller, als ich meinen Bogen spannen kann. Und er tötet mich mit zwei Feuerbällen, was ein bisschen ärgerlich ist. Okay, er ist eingeeist und brennt. Toll. Wo ist der andere hin? Bleibt besser. Warte mal, wenn ich einfach immer nur alle ausweiche, ist doch gar kein Problem. Alter, ist doch unmöglich. Lauf weg, du Narr. Der bringt dich um. Ich lauf mitten durch den Nahkampf durch. Oh Gott. Oh Gott. Gott, gib mir Hirn. Spiel an. Aber ich kann den Lester nicht allein lassen. Der kann auch überhaupt nichts gegen die Leute tun. Wie bin ich überhaupt in diesen Tempel reingegangen? Ist viel zu schwierig für mich. Mein Gott. Ich brauche wieder irgendwelche Orks, die auf ihn einkloppen. Orks. Warte mal. Vielleicht kann ich ja irgendwas beschwören. Aber die wahrscheinlich werden die meine Beschwörungsmagie auch mit einem einzigen Feuerball wegrocken. Aber trotzdem kann ich es ja vielleicht versuchen. Wenn es nur abgelenkt wird, ein bisschen, reicht es ja schon mal ein bisschen. Mal gucken, vielleicht haben wir irgendeine Spruchrolle für einen Wolf oder irgendwas in der Richtung. Das wäre ja schon mal was. Leider hilft mir ja relativ wenig, irgendwie was mich hier ins... ganz wie du bist. Oh, du kämpfst schon mal weiter, das ist toll. Was haben wir denn? Tiere rufen. Ja, ich habe keine Tiere in der Umgebung. Tier zähmen. Ja, wenn ich einen von den Mergeln zähmen könnte, wäre das perfekt. Eislanze hilft nicht. Schlaf. Also jetzt großartig mit Magie anzukommen, hilft relativ wenig. Ich mache ziemlich Schaden, das wird dafür. Gruppenhypnose. Oh. Eiswelle, nein. Schlösser öffnen. Hagelsturm. Habe ich zu wenig Mana. Krankheit übertragen. Habe ich... Ja, ich habe keine Ausdauer, von daher ist ein bisschen relativ. Das ist Schwachsinn, gerade vergessen ist schlecht. Schrecken, ja. Nebel, Seelenwanderung, nein, das ist jetzt nicht das Richtige. Blitzbeschwören, Licht, Krankheit heilen, Vergiftung heilen, 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 heilen. Böses vernichten, warte mal. Du könntest wirken. Nimm dich mal auf die 6. So probehalber. Und los. Der hilft ja super. Gut, ich habe eine leuchtende Hand und mein Mana ist leer. Nimm also doch den Bogen, wenn du schon mal hier stehst gerade, Herr Magier. Baller ich halt in den Nahkampf rein. Ich hoffe, dass der andere Priester mich nicht erwischt. Ich hoffe, dass Lester vor allem lange genug durchhält. Langsam aber sicher verliert der hohe Priester auch ein bisschen Leben. Wunderbar, nach dem hohen Priester werde ich nochmal speichern. Natürlich. Die Hälfte des Lebens ist ja schon weg. Ich glaube, habe ich gesehen. Oh, hier hegt gerade ein Groll gegen mich. Und das Licht ist schon wieder aus. Mist, warte mal, ich muss kurz mal die Mana-Leiste wieder auffüllen. Habe ich nicht irgendeinen Mana-Trank sogar noch? Nee, das ist Wasser. Das ist Mana-Trank. Brauche ich eh nicht wirklich. Oh, kann ich sogar zwei nehmen. Kann ich sogar zwei nehmen. Zwei nehmen. Klick. Okay. Ja, zwei Licht haben wir noch. Ah gut, so oft kommen wir nicht mehr in dunkle Höhlen und das werden noch ein paar Mal Licht finden, so schlimm ist es nicht. So, da hinten ist der eine gefährliche Magier. Ich gehe kurz mal hier, dass ich dich treffen kann. Ach ja, guck mal, der eine Magier, der hat die Position getauscht. Jetzt ist der andere im Nahkampf. Und ich treffe ihn, sehr schön. Immer wieder treffe ich. Oh Gott, ich treffe überhaupt nicht. Doch, tue ich.
Ja, Lester, wir sind ein super Team. Ich schieße aus dem Hinterhalt und du kriegst alles ab. Jetzt muss ich warten, weil sonst kommt der andere Magier auf mich zu, genau. Aha. Wunderbar. Und nochmal. Mist. Sieht schon wieder aus wie so ein Nadelkissen hier. Der liebe Magier. Jetzt ruckelt er so ein bisschen da dran rum. Es gibt die Möglichkeit, ein bisschen mehr anzulegen. Sehr schön. Und der andere Magier hat mich leider gesehen. Aber gut. Ich werde doch mal im Kampf speichern. Ich habe mittlerweile schon so viel erreicht. Das muss ich einmal machen, sonst werde ich das Ganze 10.000 Mal laden müssen. Weil ich nicht möchte. So, speichere das Ganze mal. Hä? Hast du gerade das gemacht? Egal. Gut. Ist der andere Magier da? Nein, ist er nicht. Da ist er. Er hat mich gesehen. Oh Gott. Er legt sogar auf mich an. Der kleine Sack. Hallo, Anna. Der ist fast tot. Der ist wieder im Leben. Das ist ja extrem uncool. Hau ab. Mein Licht ist wieder weg. Und du konzentrierst dich auf Lester. Ich weiß, ihr seht gerade nichts. Das ist kein Problem. Es gibt auch absolut gar nichts zu sehen. Nein, nein, nein. Hier gibt es gar nichts zu sehen. Nicht wahr, Magier? Wunderbar. So, ein Heiltrank für mich. Einmal Licht für euch. Das letzte Mal Licht, leider. Hier hat der Magier mich immer noch anvisiert. Okay, warte mal. Ja, da ist er doch. Und ballert seinen Affenzahn irgendwelchen Kram raus. Aber er ist gleich tot. Mit ein bisschen Glück und ein bisschen Vorsicht vor allem kann ich ihn besiegen. Vor allem, wenn du jetzt sowas machst immer. Oh. Komm, du bist tot. Ja, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Ja. Hier. Speichern. Ich bin jetzt echt ein bisschen glücklich gerade, dass ich einen Magier gerade hintergerungen habe. Mit Ach und Krach und allem, was ich hatte. Ich muss vor allem jetzt mich ein bisschen beeilen, damit ich mit das Licht, was gerade noch so über meiner Stirn oder meinem Scheitel sozusagen leuchtet gerade ist, dass ich da aufpassen muss, dass es nicht erlischt. Speierst du jetzt langsam? Ja. Ich hätte es nicht komplizierter ausdrücken können, aber ich habe es getan. Skelettschütze. Okay, nehme ich mit. Rostiges Schwert. Kampfstab. Den Magier selbst kann ich nicht looten, okay. Lebst du noch, Lester? Ja, du bist noch im Nahkampf mit dem Hohepriester, den ich mal kurz erledigen werde. Lester, du brauchst einfach zu lange für sowas. Gut gemacht, das war's für dich, Mistvieh. Ja. Kampfstab. Hier habe ich ungefähr 50 Pfeile noch. Und hier sind noch ein paar Pfeile, wie ich es gerade gesehen habe. Zack, zack. Und es geht noch weiter. Lieber Gott, bitte nicht noch mehr von den untoten Priestern. Wir sind jetzt, haben wir mittlerweile schon 3 getötet. Noch ein Pfeil. Okay, letzter Raum. Sehr, sehr schön. Was finde ich denn hier drin? Einen sehr, sehr alten Korb. Mit was? Ah, Gott sei Dank, da ist es. Schmuck, ein goldener Ring, der gute alte Feuerball und Adanus-Robe. Benötigtes altes Wissen, um das zu tragen. 300, ein Wert von 300, das ist ganz schön krass. Ich meine, man muss wahrscheinlich die Weisheit besitzen, um diese Robe zu tragen, diese weiße, reine Robe. Schutz vor Energie, Schutz vor Eisen, Schutz vor Feuer plus 40, Schutz vor Geschossen plus 50, Schutz vor Zerschmettern und vor Klingen plus 55. Bonus nennt man wird Wassermagier und das ist 150.000 Goldmünzen wert. Also das ist endlich mal sowas. Du hast es gefunden. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ja, jetzt sind sie eh alle tot. Aber du hast recht, das Licht ist eh gerade aus. Und ich kämpfe mich durch die Schemen zurück. Ich will noch ab und zu mal so Pfeile mitnehmen, was ich noch vergessen haben könnte. Vielleicht bei den Skeletten irgendwie noch. Ja, hier ist noch was. Ein rostiger Zweihänder. Da sehe ich noch ein Schwertchen, ein Holzschild und ein Schwert. Hier hinten noch irgendwas? Nein. Sehr, sehr schön. Meine Güte, bloß raus hier. Oh, aber dich habe ich schon. Alles gut. 3 von diesen üblen Leuten ist einfach mal zu viel. Also zu viel für mich zumindest. Ich bin so froh, dass wir gerade den Tempel jetzt geschafft haben. Wer wollte das eigentlich alles haben, diese Robe von Arnus? Also mal abgesehen von den Wassermagiern. L? Hier, die göttlichen Artefakte von Trelis. Ne, das hatten wir ja schon. Die göttlichen Artefakte von Tralala, von Al-Shedin brauchen wir eigentlich.
Morasul, Kostbarkeiten der Wüste, genau, öffne den Tempel von Morasul, das habe ich geschafft. Wer sagt mir das? Kalash sagt mir das. Ja, Kalash will die Tempelschlüssel von Morasul haben, das ist ein bisschen doof, weil die habe ich ja jetzt. Ramirez, der verschwundene Assassine, die habe ich immer noch nicht gefunden. Ilya will ein Artefakt aus dem Tempel haben. Ja, was eigentlich? Was wolltest du nur haben? Eine alte Vase. Ist es der Tempel oder ist es ein anderer Tempel gewesen? Ich habe jetzt zumindest keine Vase gefunden, von daher eher nicht. Ja gut, habe ich auf jeden Fall jetzt mal schon mal den, die Adonis-Robe. Ich nehme an, der Vatras würde sie ganz gerne haben und alle anderen würde die auch ganz gerne haben. Jeder will die ganz gerne haben. Ist mir aber alles gerade ziemlich egal. Ich begebe mich erstmal zurück nach Morasul. Nein, begebe mich nicht. Nein. Eins haben wir noch vergessen. Ich hätte gerne die Ruinkarte, bitte. Wir haben zwar jetzt gerade erst einen Tempel geklärt, was sehr schön ist, wohlgemerkt. Aber uns fehlt leider noch eine einzige Schriftrolle hier in, im Viertel der alten Bibliothek. Und da will ich wenigstens mal ganz, ganz kurz, nur mal so ein bisschen, so mal 5 Minuten, einmal so kurz rüber gucken. Ich habe jetzt eine Woche lang nicht auf diese, habe mich jetzt nicht in diese Ruinen begeben. Nicht einfach aus Graben, sondern ja, einfach so im Großen und Ganzen. Und ich hoffe, dass ich mit einem frischen Blick mal ganz schnell die fehlende dritte Schriftrolle finde. Nur mal zur Erinnerung, in der letzten Folge oder vorletzten Folge haben wir ja, oder also zumindest letztes Wochenende, haben wir versucht, hier alte Schriftrollen zu finden. Wir haben schon diverse alte Vasen und Tonkrüge und was weiß ich alles gefunden und Kriegerfigürchen. Aber uns fehlt noch eine von 3 Schriftrollen, die hier irgendwo sein müssen, in dem Viertel. Moment, in dem Viertel tatsächlich, ja. Und ich will nur mal ganz kurz so durchstöbern, ob ich die jetzt irgendwo noch hier finde oder ob ich die doch mal total übersehe. Also es gibt meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist die total versteckt und niemand kann die finden. Oder ich bin einfach zu blöd gewesen, die zu finden und sie ist vor meinen Augen gelegen. Und da ist sie auch schon. Schriftrolle gelehrt nicht, sag es doch. Ich war einfach zu blöd, sie zu finden. Hervorragend. Gut. Lester, wo bist du? Lester ist weg. Lester kann auch wegbleiben, das ist völlig in Ordnung. Denn ich begebe mich zurück nach Morasul. Da wird Lester wahrscheinlich jetzt noch eine Runde warten. Morasul und... Wusch! Sehr, sehr geil. Haben wir das geschafft? Wir haben den Tempel gerade geklärt. Wir haben die letzte Schriftrolle gefunden. Schon mal 2 Erfolgserlebnisse für mich zumindest dieses Wochenende. Freue ich mich sehr darüber. Lester wartet, das kann er auch machen, solange er besser, was weiß ich, wie alt ist. Was wir noch machen können, ist, wie ich mich gerade gesehen habe, Kostbarkeiten der Wüste. Bandaro ist es offensichtlich gewesen, der relativ viel Krimskrams haben wollte. Also bringen 10, was? Ah ne, 10 bringt. Er wollte was? Aber gerne noch, ich bringe dir deine Trophäen. Was wollte er denn haben? 5 Cent Quarlerzangen, 10 Schakalpfeile und 5 Cent Locker heute. Warte mal. Was habe ich denn davon schon? Wir haben, was ist das für ein Fell? Hirschfell, okay. Säbelzahntiger, Schattenläufer. Bisonfälle, nein. Flügelkrallen. Feuerwaran, Leder, ich habe nur die ganz exotischen Dinger. Schakalfell habe ich schon mal 10, das ist schon ganz gut. Wir haben, was brauchst du noch? Zen-Crawler irgendwas und, ja, Zen-Crawler-Sachen haben wir auch. Und irgendwelche Häute wolltest du noch haben. Von Sandlurker oder sowas. Sandlurker-Haut. Habe ich 3? Wir brauchen aber, glaube ich, 5, oder? Mist. Sandlurker. Finde ich denn Sandlurker? Irgendwo am Strand oder was? Hm. Ja, sei es drum. Gut, dann werden wir noch irgendwann in der nächsten Folge vielleicht mal Sandlurker suchen gehen. Hast du noch irgendwas zu sagen, Masil? Ach genau, Orknarok ist bei der Ausgrabung. Orknarok ist bei der Ausgrabung. Gut, dann können wir jetzt zum Geschäft kommen. Ja, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.